Eine Frage. Zur Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, hat da jemand den Geburtstag gefeiert? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber? Im Übrigen, wie hätte er ihn auch feiern können? Er wusste selber nicht, wann sein Geburtstag ist. Wir wissen nur, wie es in einer authentischen Überlieferung bei Imam Muslim heißt, er ist am Montag geboren. Er ist wann geboren? Am Montag, alaihi salatu wasalam. Und in Amul Fil ist das? Ja, Elefantenjahr. Nach den meisten Gelehrten gibt es auch keinen Konsens. Und in welchem Monat? Rabi'ul Awwal. Ist auch kein Konsens. So, okay, wenn wir also auch sagen, das wäre alles Konsens. Okay, Montag ist klar, Rabi'ul Awwal, der Monat ist auch klar. Hä? Dann haben wir was im Elefantenjahr. So, was fehlt jetzt? Das Entscheidende? Der Tag. Darüber hast du 100 Aussagen von den Gelehrten. Warum 100 Aussagen? Weil die Sache klar ist? Bei Montag ist doch klar, dass er geboren wurde. Dann sagt auch keiner was anderes, weil wir dafür was haben, einen Beweistext. Aber wo ist der Beweistext für... dass er wann geboren wurde? Ja, zum Beispiel, die sagen, auch ganz unterschiedliche Zahlen. So. Was feiern die denn? Und nehmen wir mal an, man wüsste, wann der Geburtstag ist. Hat er ihn selber gefeiert? Nein. Haben die Sahaba ihn gefeiert? Nein. Okay. In dem Moment, wo du kommst und sagst, ich liebe den Propheten, dann fragen wir ihn, dann sagen wir ihm, Alhamdulillah, barakallahu fik, das ist Iman, dass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebst. Aber jetzt eine Frage. Sagt nicht Allah im Koran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Folgt wem? Den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wie beweist du deine Liebe, Nabil, gegenüber Allah? Indem du die Sunna praktizierst. Und schaut mal, das ist unsere Grundlage. Deswegen sage ich, man braucht Grundlagen. Was ist deren Grundlagen? Emotionalität. Die Christen feiern Jesus. Sollen wir nicht als Muslime dann Muhammad sallallahu alaihi wasallam feiern? Schaut mal, was ihre Grundlage ist. Soll ich ihn nicht feiern, wenn ich ihn liebe? Wenn du ihn lieben würdest, wenn du Allah lieben würdest, dann würdest du ihm folgen. Das reicht dem Propheten sallallahu alaihi wasallam als Liebe, dass du ihn befolgst. So folgt ihm, dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, damit ihr rechtgeleitet seid.